Dieser Werbespot von BMW hat es mal wieder so richtig in sich. Mitten in der Wüste fährt ein BMW 2002 TII auf das brandneue BMW 2er Coupé zu. Die beiden treffen sich, kommen sich sehr, sehr nah und genau in dem Moment macht das neue BMW 2er Coupé eine 180-Grad-Wende. Das sieht für mich ehrlich gesagt sehr, sehr gefährlich aus und deswegen frage ich mich, ist das Fake oder haben sie es wirklich so gefahren? Ist es echt? Genau das wollen wir heute herausfinden und deswegen haben wir uns natürlich die beiden Originale aus dem Werbespot rausgesucht. Das Ganze probieren wir aus auf Europas größter Filmkulisse für Stunt- und Actionaufnahmen. Und da ich die beiden Autos leider nicht gleichzeitig fahren kann, habe ich mir hier Verstärkung geholt. Ralf, Ramazan, das sind beides Profi-Stuntmänner und die sind die beiden richtigen für diesen Job. Jungs, wollen wir uns den Werbespot mal angucken und ihr sagt mir, ob das geht. Die Präzision kann man jetzt schon erahnen, aber ich denke mal, wir müssen das ein paar Mal fahren, reinkommen in den Groove und dann werden wir unser Bestes geben. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns die beiden Sportgeräte mal an, oder? Machen wir ein bisschen Platz, damit wir die Autos auch richtig sehen können. Ne? Also BMW M235i, 326 PS am Heck. Und das da ist das Original. BMW 2002 TII, 130 PS aus den 70er Jahren. Das ist doch zum Niederknien, oder? Das ist doch göttlich, dieses Auto. Wer will denn jetzt von euch welches Auto fahren? Ich würde sagen, das ist mein Baujahr. Ich nehme das Originale. Was der Ralf uns jetzt zeigen wird, ist eigentlich High-End-Autofahren in Reinkultur, die Rockford-Wende. Ja? Also für ihn sollte das eigentlich ziemlich einfach sein, aber für den Otto-Normalfahrer ist das wirklich richtig tricky. Es geht folgendermaßen, Rückwärtsgang rein, dann wird nach hinten beschleunigt, dann gibt es ein hartes Einlenken am Lenkrad, dadurch schleudert das Auto mit dem Vorderwagen um die eigene Achse, dann wird zack, wegbeschleunigt. So Ralf, das war eine einfache Übung jetzt, oder, für dich? Hat richtig Spaß gemacht. Jetzt geht's weiter. Ich will nämlich jetzt von euch wirklich diese Fackelübergabe sehen. Ja? Das Original übergibt an den Nachfolger. Und das muss richtig schön nah beieinander sein. So, let's go. Und ich mache mich aus der Gefahrenzone. So, das ist jetzt der erste Versuch mit beiden Fahrzeugen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Jungs richtig gutes Timing haben. Sie haben sich abgesprochen, alles perfekt. Los geht's. Okay, Ramazan, ihr könnt loslegen. Achtung, Jungs, wir fahren los. Bereit? 2, 1, Abfahrt. Das Gefährliche an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass sie wirklich richtig nacheinander kommen. So, Daumen drücken. Wende, zack. Yes! Damit ist bewiesen, der Werbespot ist kein Fake, sondern der ist echt.